Lamm. Du wirst den Heiligen Leib empfangen. Es beginnt jetzt. Was zum Teufel? Hey, sachte! Also Mann, wie heißt du? Leon. Das ist nicht viel. Ich bin Luis Serra. Und wie es aussieht, haben wir beide das falsche Hotel gebucht. Hey, lass das! Du tust mir weh! Und ich habe genug Arbeit. Ich verstehe, was du vorhast. Nicht das erste Mal in so einer Lage, hm? Lass mich raten. Du suchst hier nach jemandem? Sag nichts. Vielleicht eine vermisste Señorita? Eine junge Frau? Rede. Jetzt. Schon gut. Sie sprachen davon, eine Señorita wegzubringen. Wegbringen? Wohin? Er weiß. Aber später habe ich sie jemanden zur alten Kirche zerren sehen. Ja. Mann, deinetwegen. Hey, wo willst du hin? Nos vemos, amigo. Shit, meine Ausrüstung. Ja, moin, Bossilein. Ja, wir haben unsere Sachen auf jeden Fall verloren. Condor One an Basis. Habe Baby Eagle lokalisiert. Offenbar wird sie in einer Kirche festgehalten. Gut. Wir kommen voran. Die Info ist von einem Typen, den ich hier gerade getroffen habe. Luis Serra. Kam mir irgendwie verdächtig vor. Kannst du den mal für mich überprüfen? Wird erledigt. Ich kümmere mich drum. In der Zwischenzeit, geh zu dieser Kirche. Mach ich. Wird wahrscheinlich eh mal Zeit für eine Beichte. Condor One, Ende. Naja, ich muss jedenfalls nichts beichten, außer dass ich vielleicht gar keine Sachen mehr habe. Aber egal, die finden wir bestimmt wieder. Irgendwann. Okay, was haben wir denn hier? Warte mal. Hier irgendwo was? Nee. Warte mal. War hier irgendwas? Nö. Nö, hier war nichts. Na bitte, da ist ja mein Zeug. Mhm.
Na komm zurück. Ach komm! Sorry, aber das gehört mir. Sehr schön. Ist noch irgendwo ein Schatz? Ach so, ja, in der scheiß Schublade, ja, ja. Na dann. Hier drüben, Fremder. Wer ist das? Dann lass uns mal zum Geschäft kommen. Ah? Kümmere sich bitte jemand um die Ratten, die sich in der Fabrik ausgebreitet haben. Ich habe keine Ahnung, ob sie irgendwelche Krankheiten mit sich rumschleppen und ich würde es ehrlich gesagt nicht rausfinden. Okay. Ich glaube, machen wir das doch erstmal, oder? Rattenkiller. Ach. Mann. Yes. Ja, auf zu lachen, das ist nicht lustig. Und auch nicht funny. So, jetzt kriegen wir eine schöne Belohnung, hoffe ich mal. Hast einen Auftrag erfüllt, stimmt's? Kann ich dir an der Nasenspitze ablesen? Willkommen! Auch nicht frisch, nein. Sieh dich einer an. Ich hab was Neues für dich, Partner. Ja. Lach genauso wie ich. Huste genauso wie ich. Besten Dank. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren könnten. Ja, die Punisher, die gefällt wie mir bitte? Eigentlich. Wo wir unsere Weine vernünftige Entscheidung, Partner. Ihre Kugeln durchschlagen so gut wie alles. Genau, der Blubberpups ist wieder da, genau. Du hast ein Faible für Schätze, was? Gefällt mir, gefällt mir. Ein Laseraufsatz, den das will ich haben. Das wird leider nicht reichen. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Hab auch noch ein paar andere Sachen auftreiben können.
Zielfernrohr. Das ist, was ich derzeit habe. Wo soll das noch hin? Deine Hosentasche? Schick deinen Gegnern aus der Ferne eine gute Nachtkugel direkt zwischen die Augen. Packet Loss mit Warte, Packet Loss und noch. Packet Loss. Kriegst du umsonst. Cool. Ich sehe, du hast Geschmack. Da wären noch neue Waren, die dich interessieren könnten. Und einen größeren Koffer. Ein bisschen mehr Platz hat noch niemandem geschadet. Genau die richtige Größe für dich. Angenehme Reise. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Moment, ich muss nochmal in den Koffer rein, weil ich nämlich das Zielfernrohr ausrüsten muss. Genau. So. Wie kommst du mit den Aufträgen voran? Achso, das hatten wir ja schon gerade. Speichern. Wo müssen wir denn jetzt hin? Es gibt hier tatsächlich noch einen Schatz. Ich glaube das nicht. Also nochmal zurück zur Fabrik. Oh. Ach hier. Da ist ja einer. Kann ich den ja immer noch verkaufen. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Ich kaufe fast alles. Ein hervorragender Deal. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Kein Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Dann kann ich ja die alte Waffe eigentlich auch verkaufen. Na egal, mach ich noch nicht. Stirb mir da draußen. Das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, dann mache ich das auf jeden Fall. So, noch einmal kurz speichern, weil wir jetzt so viel gemacht haben. Müssen wir also hier lang, wa? Bin ich. Ah, jetzt kommen wir nämlich zu der Stelle, wo wir bei Veteranen aufgehört haben. Ja, wo es mir zu schwer wurde. Ich hoffe, ich krieg's bei Standard hin.
Ich erinnere mich. Ja, ja, doch. Ja, ja. Jetzt kann ich mich dran erinnern. Okay. Lass doch mal sehen. Geht doch. Nice, Alter. Schöne Headshots. Ja, ihr könnt ja versuchen, gerne hier hochzukommen, aber ihr werdet das nicht schaffen. Oh, den sehe ich ganz schlecht. Er ist tot. Ja, ich kann durch meine Rüssel blubbern. Jetzt geht's aber los hier. Diese Fragen. Habe ich gerade gemacht, Boss. Also eingesäuft, genau. Also gut, versuchen wir es. Wie geil war das denn, Alter? Aus dem. Ah, der war nicht gut. Nein! Komm schon, Leon. Komm schon. Ich hab doch getroffen! Oh, leck mich am Arsch! Du Wichser!
Hier rennt noch irgendwo einer mit so einer, mit so einem scheiß Dynamit rum. Ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Ah, er braucht immer so lange zum Nachladen. Das ist der Wahnsinn. Ah. Ich liebe diese Kicks in Riese so sehr. Ja, ich auch, Bruder. Nochmal Stat Hydrated und so. Ah ja, okay. Stay Hydrated und nicht Stat. Resi 5 ist deutlich schwieriger wie Resi 4. Das kannst du so nicht sagen. Jedes Resi hat seinen eigenen... Also, seine eigene Schwierigkeit. Das kannst du so nicht sagen. Wollte auch Stay schreiben. So. Nicht schlecht, ne? Ja, nicht schlecht. Wo ist der Arsch? Ich sehe ihn bis jetzt immer noch nicht. Da unten! Bist du das? Jo, das bist du, keine Ahnung. Okay, ich brauche Money. Auf jeden Fall das. Nochmal. Das war's. Oh, ich muss lernen zu blocken, Alter. Nein, ich werde nicht sterben. Oh, heilen. Einer weniger. Boah, reicht jetzt. Ich hab's gesehen, du hast ihr unters Kleid gekluschert. Nein, I. Ich spiele es immer noch auf Standard. Weil ich das auf Veteran leider nicht hinbekommen habe. Deswegen, das ist ja der Grund, warum ich das nochmal spiele. Ich habe ja hier, bei diesem Ort hier, habe ich bei Veteran aufgehört, weil es mir einfach zu schwierig wurde. Es geht ja auch darum, auch ein bisschen Story zu sehen und nicht immer nur zu sehen, wie ich sterbe. Da kann man jetzt auch sagen, Pussy oder sonst irgendwas. Das hat gar nichts damit zu tun. Bevor ich hier die ganze Zeit
versage, beziehungsweise irgendwann auch gar keinen Bock mehr habe, das zu spielen. So wie es der Fall war, weil ich die ganze Zeit gestorben bin. Es ist dann halt besser, wenn ich dann eine Schwierigkeit weiter runtergehe. Und so ist es ja auch schon schwer, muss ich sagen. Ja, mach doch! BTF? Sehr schön. Hallo, ich will hier durch die Tür. Ich wollte gerade sagen, ey. Nimm doch die Tür. So, haben wir irgendwo noch was rumfliegen? Da sind noch Paceten oder Peseten oder wie die auch immer heißen. Da. Noch irgendwo was? Nee. Also kann ich jetzt auch wieder zurücklaufen, ne? Oder was ist das? Die Kurbel. Ja, die Kurbel muss ich auch noch. Da, 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 da. Let's go! Nicht Pasteten! Ich meine das die Ingame-Währung, Mensch. Peseten heißen die. Ja, lol! Alter! Meine Fresse. Mit Stress? Das sein. Jetzt kann ich. Ah, nee. Schießpulver ist noch da. Oh, auf der anderen Seite da hinten. Ah, hier war ich noch gar nicht drin, ne? Geht nicht auf. Ja, dann müssen wir durchs Fenster. Erste Hilfespray. Oder ein Kraut. Sauerkraut. Hier ist doch Schießpulver? Nee, auf der anderen Seite. Bei dem Haus da hinten. Da bin ich jetzt vollkommen lost. Ach da. Schön alles einsammeln. Das war aber vorher nicht da, oder? Keine Ahnung, Bruder. Resi 5? Okay. Mach das.
Hä? ETF? Yay! Willkommen! Oh, was kann ich dir Gutes tun? Ich hab hier gar nichts mehr. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Wie du meinst, Fremder. Na, wer bist du denn? Geht doch. Ah, yes, da. Du rennst in die falsche Richtung, Frau. Ich hab doch... Oh. Risi und das auf Ost werden runtergeladen. Will beides auf schwierigste Stufe schaffen. Und dann spielen wir in Apex, ne? Ja, so ist es. So sehe ich dich drin. Ja, da sehe ich dich drin, ja. Wieso renne ich denn auch da rein? Ich wollte doch gerade... Ich wollte die eigentlich entschärfen, die Scheiße. Egal. Möchte jemand maten? Bestimmt lecker. Und nur weil ich ein Kartenmann bin? Ja. Genau deswegen. Aus keinem anderen Grund. Okay, was haben wir hier? Hier ist irgendwo ein Schatz, oder? Nein? Doch. Hä? Ach, da! Oh nein. Ja, das war mir klar. Oh. Ich hasse Bärenfallen, ehrlich. Ha! Es ist auch in eine reingefahren. Gegangen. Gefahren, genau. Sorry, keine Absicht. Ja, genau. Wo kommen die denn her? Ja, darf ich mal durch?
Ja, moin. Weh, du stehst wieder auf. Ah, das wollte ich auch gerade sagen. Wehe, du stehst wieder auf, Alter. Bleib in der Hölle, wo du hergekommen bist, Mann. So, bis das runtergeladen ist oder du Apex kommst, wird War Thunder gezockelt. Ah ja. Ich dachte, du schaust mir zu. Weißt du? Also ich komme in Apex, wenn das Kapitel zu Ende ist. Ich weiß jetzt nicht, wann das zu Ende ist. Ich hasse Bärenfallen. Kann sein, dass es jetzt jeden Augenblick zu Ende ist. Ja. Da kommt man rein. Bin ein sehr multifunktionstüchtiger Cartman. Ah ja, Multitool. Du bist ja also eine Frau, ja? Okay. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht stören beim Kacken. Ich weiß, da kann man schon mal sauer werden, ja. Ja. Er hat sogar noch Klopapier da hängen. Lustig. Nicht schlecht. Da müssen die Nachbarn ja von Neid ablassen. Das stimmt. Kann man noch irgendwas herstellen? Flintenmunition? Nee, MP? MP habe ich doch noch gar nicht. MP habe ich noch gar nicht. Kleiner Schlüssel. Gibt es hier auch irgendwas, was man aufmachen muss? Hier ist irgendwas. Irgendwas gibt's hier noch. Ein braunes Ei. Ja, ich würde es gern sammeln, ah. Ein Kraut. In Hochachtung vor seinem Meister bot das Volk seine teuersten Besitztümer an. Der betagte Bauer sein feinstes Getreide, der schmächtige Schweinehirt sein kräftigstes Schwein, die verarmte Alte ihr geliebtes Kleid. Der Meister sah die Geschenke und ward zufrieden. Ah ja. Ah ja, okay. Was heißt denn das? Der sagt zu mir, Rentner und Frau im Haushalt. Ja. Genau das meine ich. Okay, hier komme ich nicht weiter. Hier scheint noch irgendwas noch nicht unklar, noch unklar zu sein.
alte Fotos. Ja, das scheint ja sehr interessant zu sein. Ja, aber mehr gibt's doch hier nicht. Eine Handgranate. Achso. Ja, Faceten 1000. Weird. Oh nein. Hä, ist das nicht richtig? WTF? Das ist doch richtig. Hä? Ach so. Ich wollte gerade sagen. Das war nur ein bisschen schief noch. Oh Gott. Datum 10. Oktober. Das Wetter ist merkwürdig in letzter Zeit. Der Weizen verdorrt und die Kühe werden mager. Datum 8. Dezember. Erste Anzeichen einer Hungersnot. Unbestreitbar fehlen uns die Mittel, die Felder zu bestellen, aber Lord Settlers Befehle sind absolut. Datum 3. Januar. 30. Januar. Ich sollte auch Zahlen nähern können. 30 Bewohner verhungert. 5 Kühe zur Schlachtung vorgesehen. Datum 11. März. Die Patriarchen haben sich für eine Auslosung versammelt. 6 weitere fürs Lord Settler auserwählt. Datum April. 8 weitere heute. Datum 4 weitere heute. Datum 11 weitere heute. Datum 2 Ortsfremde haben sich ins Dorf verirrt. Wir haben sie für das Ritual zum Altar gebracht. Heute keine Auslosung. Okay. Das ist wohl Lord Settler. Was habe ich noch auf? Was ist das? Ach so, dafür brauche ich Ashley. Ja, okay, dann. Ich höre doch hier irgendwas. WTF? Hier ist auch noch ein Schatz, aber den habe ich immer noch nicht gefunden. Hier muss noch irgendwo was sein. Endlich Fleisch.
Unseres Fleisches, Blut unseres Blutes, danket unserem Herrn. Oh Gott. Das ist so komisch hier. Dup, 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 dudel die. Guck mich nochmal draußen um. Hier muss irgendwo noch ein Schatz sein. Oh, war ja klar. Die sind komisch. Ja, die sind sehr, sehr komisch. Hm. Oh, Alter. Ich dachte, ich bin da schon überall reingelaufen. Ich hasse diese Bärenfahnen, ehrlich. Da willst du was erkunden und dann trittst du jedes Mal in diese Scheiße rein. Hier ist nichts mehr. Aber hier muss noch irgendwo ein Schatz sein. Das kann doch nicht sein. Na, hier ist auch nichts drin. WTF. Hier, das ist doch das Zeichen für den Schatz. Aber wo ist hier einer? Irgendwas verpasst oder so? Das Nest? Ja, anscheinend muss das so sein. I don't know. Ach, ich gehe falsch. Ich bin dein Schatz. Dino von Twitch. Und nein, nicht Deku. Dino von Twitch. Ich höre hier immer noch irgendwas quietschen. Das höre ich aber nur hier in diesem Raum. Ich höre das sonst nirgendwo anders. Hier muss irgendwo was sein. Ja, aber wenn ich den... Hey, wenn ich den Schlüssel aufsammle, dann passiert irgendwas anderes. Aber auf jeden Fall komme ich dann nicht hier durch. Kann ich dann nicht mehr weitersuchen. Muss was sein. Komm, ist egal. Scheiß drauf jetzt, ey. Ich kack drauf. Das ist der Undertaker. Dein Blut hat die Gabe angenommen. Das war Ada. Die geile Sau. Ihren Part werden wir natürlich auch spielen. Gabe? In meinem Blut? Und das war das Kapitel 2. Ja, das war diesmal etwas kürzer tatsächlich, ja. Und deswegen werden wir jetzt nicht weiterspielen.
Nee, nee. Aber am Montag werden wir weiterspielen. Montag werden wir Kapitel 3 machen. Und, ja. Schauen wir uns nochmal hier um. Nee, aber sonst ist hier eigentlich nichts. Speichern wir nochmal. Gut. Dann bedanke ich mich. Und gleich geht's weiter mit Apex. In circa einer halben Stunde ungefähr. Quasi so um null und ein bisschen später, so fünf nach oder so. Dann geht's hier weiter und ja. Bis gleich. Oder bis Montag, je nachdem. Tschüss.